Es gibt so viele Menschen da draußen, die so viel Schmerz und Leid haben, die so viel Fragen an das Leben haben und Antworten suchen. Und es ist so leicht, Antworten zu geben. Ich bin ja ganz, ganz viel auf Tournee mit meiner Music and Message, nenne ich das. Das ist so ein Abend, an dem ich meine Geschichte sehr ehrlich erzähle und mit Musik kombiniere. Das mache ich nicht nur in Kirchen oder Gemeinden, ich gehe auch in Schulen, in Theatersäle oder wo auch immer ich eingeladen werde. Und ganz oft kommen Mädchen danach wirklich zu mir und sagen, ich wusste ja gar nicht, dass Christsein effektiv was bringt. Ich habe immer gedacht, das ist was, um den Sonntag zu füllen. Aber dass das so maßgeblich mein Leben verändern kann, wusste ich nicht. Es gibt so viele Menschen da draußen, die so viel Schmerz und Leid haben, die so viel Fragen an das Leben haben und Antworten suchen. Und es ist so leicht, Antworten zu geben. Manchmal muss man es gar nicht selber, sondern einfach sagen, du, geh doch mal in diese Kirche oder diese Gemeinde. Und dann habe ich angefangen, diese Karten zu drucken mit Yes, I Believe, weil ich die Namen und E-Mail-Adressen der Mädchen haben wollte. Und die liegen tatsächlich auf meinem Nachttisch. Das ist natürlich ein größerer Stapel als dieser hier. Das sind alles Mädchen, größtenteils, die noch nie vom Glauben von Gott gehört hatten und gesagt haben, wir wollen jetzt mit ihm gehen. Und ich bete einfach abends, bevor ich ins Bett gehe, für diese Mädchen. Ich schaffe es nicht, ihnen jeden Tag Mails zu schicken, aber ich glaube, dass Gott das tun kann, was ich nicht kann. Und ich glaube, dass sie diesen Glauben auch lebendig machen können in ihrem Leben, so wie sie es bei mir gesehen haben. Und das wünsche ich mir auch, dass jeder Mensch so zu Gott schreit und seine eigenen Erfahrungen macht, dass er mich komplett vergisst, aber sein eigenes Leben lebt und dadurch wieder anderen zeigen kann, wie real dieser Gott ist, wie real dieser Glaube ist, weil sie ihre eigenen Wunder erlebt haben.